Blog. Am Montag war offizieller Bearbeitungsbeginn meiner Kurseinheiten an der Fernuni. Bedeutet, es ist die erste Woche in meinem dritten Semester. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach so ein wenig mit durch die Woche und zeige euch einfach, was ich so alles für die Uni mache. Montag habe ich mit der ersten Kurseinheit in Arbeitsvertragsrecht angefangen. Das ist dieses gute Stück hier. Hat insgesamt 135 Seiten und da war ich bis gestern damit beschäftigt. Für meine Zusammenfassungen benutze ich ja dann auch immer dieses Basiswissensskript von Altmann Schmidt. Das ist so einfach, ja, die Grundlage meiner Zusammenfassung und auch so ein bisschen der rote Faden. Ich habe nämlich immer das Problem, wenn ich die Kurseinheit an sich zusammenfassen muss, dann würde ich ein halbes Skript nochmal erstellen, weil ich dann einfach viel zu viel erklärende Worte noch mit erfasse. Und das ist halt nicht wirklich der Sinn einer Zusammenfassung. Ich wollte nämlich eigentlich ein separates Video zu dem Semesterplan nochmal erstellen. Fand es aber dann irgendwie ein bisschen Quatsch, weil ich für die ersten beiden Semester ja schon ein ausführliches Video dazu gemacht habe. Das verlinke ich euch auch hier oben in dem i, falls ihr euch dafür interessiert, wie ich da halt Schritt für Schritt vorgegangen bin. Ich habe nichts daran geändert an meiner Vorgehensweise, deswegen ja, wäre das eigentlich überflüssig gewesen, wenn ich euch das nochmal von Grund auf gezeigt hätte. Nichtsdestotrotz zeige ich euch trotzdem das Endergebnis. Ich habe bis Ende Juni geplant, denn die anderen drei Monate bzw. zweieinhalb sind die Klausurenphase und die werde ich dann wahrscheinlich erst so Mitte Juni rum planen. Dann weiß ich nämlich auch, welche Unterlagen wir eben von der Uni zur Verfügung gestellt bekommen haben, also so über Mentoriate oder so, oder vielleicht gibt es ja auch so eine Art Klausurenkurse. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Deswegen zögere ich das erstmal so ein bisschen raus und dann kurz vor der Klausurenphase werde ich dann die paar Wochen bis zu den Klausuren noch planen. Ich habe mir dieses Mal auch mehr Zeit genommen für meine Module. Nicht, dass es dann so endet wie im letzten Semester, dass ich mit Staatsrecht nicht sehr weit kam. Ich habe nämlich da viel zu wenig Zeit eingeplant und ja, hatte dann am Ende hin sehr viel Stress. Und das möchte ich mir dieses Semester einfach ersparen und hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das geplant habe. Sieht aber relativ in Ordnung aus. Ich war auch letzte Woche ein bisschen sehr motiviert und habe mit der ersten Kurseinheit internes Rechnungswesen angefangen und bin da auch schon fertig. Also die war nicht so lang, ich glaube 50 Seiten oder so hatte die, aber die habe ich schon fertig bearbeitet und auch schon eine Zusammenfassung mir erstellt. Beziehungsweise ich habe mir eine von Sudoku runtergeladen. Ich möchte mich nämlich mit den Vivi-Modulen gar nicht zu sehr beschäftigen. Ich mache zwar mein Bestes und möchte auch da gute Noten haben, aber die bringen mich ja in Hinsicht auf das Staatsexamen gar nicht weiter. Deswegen werde ich da meine Zeit nicht verschwenden, Zusammenfassungen zu erstellen, wenn es genauso gute im Internet gibt. Genau, falls ihr es noch nicht wisst, ich habe dieses Semester internes Rechnungswesen, Arbeitsvertragsrecht und Schuldrecht BT. Meine Vivi-Module sind immer grün, Arbeitsvertragsrecht ist rot und Schuldrecht BT ist dieses Semester pink. Das so als Farbeinteilung. So sieht jetzt erstmal mein Semesterplan aus, also relativ überschaubar. Diese ganzen Monatsübersichten habe ich von Pinterest und die kopiere ich mir dann einfach und dann trage ich da halt eben meine ganzen Daten ein und auf jeden Fall meine Klausurtermine bzw. die Termine für die Einsendeaufgaben. Das sind nämlich die wichtigsten Termine bei mir. Und danach teile ich einfach meine Lerneinheiten bzw. Kurseinheiten auf die entsprechenden Wochen auf. Bei der Einteilung beachte ich dann auch die Zeiten, an denen ich am meisten produktiv sein kann. Das ist halt dann meistens so zum Wochenende hin. Anfangs der Woche, wie ihr seht, mache ich dann meistens internes Rechnungswesen oder lese mir meine Kurseinheiten durch. Die Zusammenfassungen und ähnliches mache ich dann meistens eher so am Wochenende, weil ich da dann einfach ein bisschen mehr Zeit habe als nach der Arbeit. Weil da ist man ja meistens eher etwas kaputt und hat dann nicht mehr so den klaren Kopf dafür. Und so sieht es dann auch erstmal aus. Ich komme damit immer super zurecht. Man kann es natürlich auch so machen, dass man sich so eine Art Stundenplan erstellt. Aber für mich, denke ich, würde das nicht so hinhauen. Ich mag das halt lieber so. Dann habe ich wirklich meine ganzen Kurseinheiten und kann die dann schön abhaken, anstatt dass ich erstmal einen Stundenplan habe. Dann noch eine To-Do-Liste oder eine Extra-Liste mit den ganzen Kurseinheiten bzw. Lerneinheiten. Deswegen komme ich damit ganz gut klar und ich werde es auch wahrscheinlich in den nächsten Semestern so weiterführen. Dann werde ich mich heute erstmal weiter an Arbeitsrecht machen. Da werde ich heute wahrscheinlich noch nicht fertig
Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Wie ihr gesehen habt, habe ich mir ja sehr viel Zeit für die erste Kurseinheit eingeplant. Und morgen geht es dann los mit Schuldrecht BT. Und dann habe ich auch schon jedes Modul einmal abgearbeitet, beziehungsweise mal angeschaut. Bei Schuldrecht BT ist es auch so, das ist so ein bisschen spezieller. Also da haben wir keine Kurseinheiten zugeschickt bekommen, sondern das ist so ein reiner Videokurs. Also da wurden Vorlesungen aufgezeichnet oder so Art Vorlesungen. Die schaut man sich halt dann an, macht Notizen dazu und versucht dann daraus zu lernen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird. Ich finde es noch nicht so cool, die Idee davon. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es wird. Das wird dann morgen in Angriff genommen und ich mache mich jetzt erstmal weiter über Arbeitsrecht. Ich habe gestern leider nicht wirklich geschafft, euch so viel mitzunehmen. Ich habe mir nämlich die ersten beiden Vorlesungen für Deliktsrecht angeschaut und die gingen insgesamt einfach 5 Stunden und danach war ich einfach platt. Ich bin heute auch noch so richtig müde, deswegen wird heute auch nicht so viel passieren. Also ich werde mich dann jetzt weiter an die Zusammenfassung von Arbeitsvertragsrecht machen und das war es dann eigentlich auch. Also ich denke nicht, dass ich da heute noch so viel mache. Wir haben es jetzt 9:30. Also ich denke, ja, dass ich trotzdem noch so circa vielleicht 4 Stunden oder sowas mache. Ich muss einfach mal schauen, wie es mir dann heute so geht. Bin nämlich trotzdem irgendwie relativ kaputt. Also die Woche war schon sehr anstrengend, halt durch Arbeit und dann fängt jetzt Uni wieder an. Ich denke trotzdem, dass meine Lernzeit diese Woche ganz in Ordnung war für die erste Woche. Ich werde die euch dann auch hier einfach mal kurz einblenden. Genau, vielleicht auch noch kurz zu dieser Videovorlesungsreihe von Schuldrecht BT. Ich bin damit irgendwie nicht so ganz zufrieden. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann auch nur sein, dass es für Deliktsrecht einfach nicht so gut war. Ich werde mir dann nächste Woche oder die Woche drauf, ich muss mal schauen, wie ich zeitlich hinkomme, die erste Vorlesung zu Kaufrecht anschauen. Da gibt es nämlich 3 Stück. Und danach werde ich einfach gucken, ob ich mir die Vorlesungen weiter anschaue oder ob ich es lasse und mir dann halt mit Lehrbüchern und meinem Altmann-Schmidt-Skript meine Zusammenfassung erstelle. Weil ich finde halt auch, es bringt nichts, wenn ich mir 2,5 Stunden eine Vorlesung anschaue und im Endeffekt trotzdem genauso viel weiß wie vorher auch. Deswegen werde ich dann einfach mal schauen, wie ich das in Zukunft weitermachen werde. Ich denke, ich mache jetzt Schluss mit diesem Vlog, weil ich ihn ja auch noch schneiden muss und dann morgen hochladen will. Dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser kleine Einblick gefallen hat, auch wenn ich euch nicht so umfangreich mitnehmen konnte. Weil bei mir passiert halt momentan privat nicht so viel. Also wir machen halt immer noch ein bisschen was für die Wohnung, dann arbeite ich und den Rest mache ich halt dann für die Uni oder ruhe mich auch so ein bisschen einfach aus. Und das ist halt dann nicht so spannend, glaube ich, für euch. Deswegen habe ich euch wirklich nur mitgenommen, wenn ich was für die Uni gemacht habe. Ich hoffe auch, dass ihr bei dem nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin macht's gut und bis bald. Tschüss.